Wir sind Liam und Kilian von Waffen der Kritik, der marxistischen Hochschulgruppe von Klasse gegen Klasse. Es ist sehr wichtig zu sagen, was diese Reform bedeutet. Es wurde von der Abschaffung von Asylverfahren gesprochen. Es handelt sich aber vor allem darum, die Abschottung Europas voranzutreiben, indem, wie gesagt, die sicheren Herkunftsländer laxer aufgestellt werden und schneller abgeschoben wird. Über 20.000 Menschen hat diese Politik der EU schon auf dem Gewissen. Sie hat das Mittelmeer zur tödlichsten Fluchtroute der Welt gemacht. Asylverfahren an den Grenzen heißt weitere Lager. Es heißt dauernde Überwachung, dauernde Einsperrung. Es heißt Gefängnis. Diese Reform verspricht nichts anderes, als dass aus Moria nichts gelernt wurde. Aber sie vertieft eine zuvor dagewesene Entwicklung, die nicht heute erst begonnen hat. Mit dem EU-Türkei-Deal werden Erdogans Taschen gefüllt, der die Geflüchteten davon abhält, in die EU zu kommen. Doch die Türkei ist nicht sicher für die afghanischen und syrischen Geflüchteten, die täglich Opfer rassistischer Hetze und Angriffe werden. Aber nicht nur das. Vor einem Jahr hat die EU bereits in der spanischen Exklave in Ceuta und Melilla gezeigt, wie sie Geflüchtete niederprügelte und ermordete. Es ist kein Zufall, sondern die Folge einer gezielten Politik der Spaltung. Die ehemalige und derzeitige Regierung hat die Teilung der Migranten in nützliche und unnützliche durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schon vorangebracht. Sie will die hauseigenen Probleme des Fachkräftemangels durch den Import ausländischer Arbeitskraft lösen. Während FDP willentlich diese unmenschliche Politik anstößt, die SPD Kompromisse aushandelt, haben die Grünen trotz parteiinterner Kritik zugestimmt. Die Grünbasis schreit auf. Wir haben ja schon gehört, was gesagt wurde. Es wurde von Niederfall der Grenzen, von Grenzen Europas gesprochen, das Bleiberecht für Geflüchtete. Aber es wurde von Fortschritt vor ein paar Jahren gesprochen. Es wurde aber damals schon beschlossen in der Koalition mit dem Begriff Rückführungsoffensive. Und es wurde vertieft, indem eine Politik gemacht wurde, die 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung gestellt hat. Es wurde vertieft, indem jegliche Aspekte der Klimapolitik verraten wurde. Ich frage euch, da ihr auch da seid, wie lange wollt ihr es noch aushalten? Entschuldigungen sind gut, Schlussstriche sind besser. Ich glaube, man muss mit dieser Partei brechen. Und wir wissen, dass diese Politik nicht an den Außengrenzen aufhört, sondern sogar bis in unsere Universitäten reinkommt. Mit der Hochschulreform hier in Bayern wurde für Nicht-EU-Studierende Studierendengebühren eingeführt. Etwas, wogegen Studierende vor Jahren auf die Straße gegangen sind und sie abwälzen konnte. Aber nein, für Nicht-EU-Studierende gilt es zu zahlen. Und außerdem müssen Studierende aus Nicht-EU-Staaten auch davor Angst haben, dass sie abgeschoben wurden. Wir haben das ja zuletzt gesehen bei der Spaltung von guten und schlechten Geflüchteten, bei denjenigen, die aus afrikanischen Ländern kommen, der Ukraine waren und hier nicht mit gleichen Bedingungen behandelt werden, sondern viel eher dazu gedrängt werden, abgeschoben zu werden. Das ist die Politik der Ampel. Es ist notwendig, dass wir nicht nur die Politik der Regierung kritisieren, denn sie hat wieder einmal gezeigt, auf EU-Ebene auch, was sie vorantreiben will. Und deshalb müssen wir uns an den Orten organisieren, wo wir tatsächlich jeden Tag verbringen. Und deshalb haben wir jetzt angefangen, als Waffen der Kritik an unserem Institut zu den Fachschaftswahlen anzutreten. Das klingt vielleicht bizarr, weil die Gremien in unseren Universitäten extrem beschränkt sind. Letztes Mal gab es hier auch eine Besetzung, wo auch soziale Forderungen Richtung von Geflüchteten aufgestellt wurde. Wie lange hat es gedauert, bis die Unileitung die Polizei gerufen hat? 5 Stunden. Die haben direkt geräumt. So ist es immer auch, wenn Geflüchtete auf die Straße gehen. Was macht die Polizei, wenn die Geflüchteten auf der Straße sind? Sie machen nur Einschüchterung, genauso wie in den Lagern. Und deshalb fordern wir nicht nur in unserem Wahlprogramm zu der Kandidatur, sondern vor allem auch heute lautstark,
die Anerkennung aller ausländischen Abschlüsse nach fachlichen Kriterien und nicht nach Herkunft. Keine Studentengebühren für Nicht-EU-Studierende. Visa für alle, Schluss mit Abschiebungen, ein Recht auf Aufenthalt, Arbeit und Förderung für alle. Wir fordern außerdem die Öffnung der Grenzen und den sofortigen Stopp der Gewalt an den Außengrenzen der EU. Ein Ende des unmenschlichen Lagersystems, Bleiberecht und Wohnung für alle, die hier leben. Wir wissen, die bestehenden Gremien an der Uni reichen nicht aus und wir sind der Überzeugung, dass wir uns mit Versammlungen an den Schulen, Unis und Betrieben organisieren müssen, um zu diskutieren, wie wir uns dagegen wehren können. Die Streiks der letzten Monate haben gezeigt, dass die Mächtigen ins Wanken geraten können. Dieses Mittel müssen wir nutzen, um die Spaltung unserer Klasse zu bekämpfen.